Vielen Dank, Herr Präsident. In der Tat darf ich meine Kollegin Herold heute hier vertreten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, wenn ich mir den Alternativantrag der Landesregierung Koalitionsfraktion so anschaue, kann ich mich dem Eindruck nicht entziehen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention offenbar für viel Gerede genutzt wird, aber wenig umgesetzt wird. Erstaunlich ist schon, welch umfangreiche Berichte, immerhin 3 von 5 Punkten mit diversen Untergliederungen, die Regierungsfraktionen von der Landesregierung einfordern, obwohl der kurze Draht zwischen Regierungsfraktionen und Regierung doch eigentlich gegeben sein sollte. Grundsätzlich illuster, aber für die Regierungsfraktionen irgendwie passend, mutet die Forderung an, dass die Landesregierung eine Kommunikationsstrategie zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes umsetzen soll, nach dem Willen der Koalitionsfraktionen. Dabei kritisiere ich natürlich nicht das Ziel, denn dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen über ein Gesetz und ihre möglichen Ansprüche informiert werden, ist doch selbstverständlich. Sondern ich kritisiere, dass die Landesregierung offenbar eine Aufforderung der Regierungsfraktion braucht, um dies zu tun. Dass wir es weiterhin für einen Fehler halten, mal wieder neue Frauenbeauftragte zu schaffen, wie die Regierungsfraktionen es vorhaben, habe ich in der Einbringung zu unserem Antrag ja schon gesagt, und ich wiederhole es hiermit ausdrücklich. Frauenbeauftragte und Gleichstellung braucht kein Mensch. Gleichberechtigung ist dagegen ein erstrebenswertes Ziel, das grundgesetzlich gewährleistet wird, und das gilt für Männer wie für Frauen. Außerdem fällt anlässlich dieser Anträge die Arbeitsunfähigkeit der Landesregierung besonders ins Auge. Da ist Frau Ministerin ja auch schon drauf eingegangen. Insbesondere beim Thema Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist die Regierung alles andere als zuverlässig. Frau Ministerin Werner kündigte am 10.07.2015 von diesem Pult aus an, den Gesetzentwurf im 1. Quartal 2016 ins Kabinett und im 4. Quartal in den Landtag einzubringen. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage wurde etwas später angekündigt, das Gesetzgebungsverfahren nach der Sommerpause 2016 einzuleiten. In Kraft treten sollte das Gesetz übrigens bereits 2017. Inzwischen sind wir im letzten Quartal 2017 angekommen, und von dem Gesetzentwurf zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderung ist hier im Landtag noch nichts zu sehen. Auch dies ist mal wieder typisch für eine in weiten Teilen offenbar nicht arbeitsfähige Landesregierung. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit am 7.12.2017 wurde unter anderem der aktuelle Sachstand bezüglich des Thüringer Maßnahmenplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention überblickshaft referiert. Immerhin passiert nicht nichts. Und der aktuelle Realisierungsstand des Thüringer Maßnahmenplans im Umfang von eindrucksvollen 285 Einzelmaßnahmen kann einen mit Sorge erfüllen. So offenbarte der von der Landesregierung vorgetragene Kurzbericht, dass bis 2016 erst ungefähr 20% dieser Einzelmaßnahmen abgeschlossen waren, 7% als nicht realisierbar gelten und 3% fachlich nicht eindeutig zuzuordnen seien. Zwar werden die Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Arbeitsgruppen, verhandelt. Die kontinuierlich voranzutreibende Umsetzung des bestehenden Maßnahmenplans erweist sich allerdings als zäh, wenig effektiv und schlecht greifbar. Wir stehen also vor 285 Einzelmaßnahmen und wohlklingenden Zielbeschreibungen, über deren eigentliche Qualität und Wirksamkeit heute in Ermangelung valider Daten leider noch nichts Genaues gesagt werden kann. Aus meiner Sicht sind mit dem teuer evaluierten Aktionsplan vielmehr 285 kleine Fragezeichen beschrieben, gerade weil viele der genannten Maßnahmen primär bewusstseinsbildend sein sollen oder unter Finanzierungsvorbehalten stehen. Mögen manche der von den betroffenen Gruppen geforderten Einzelmaßnahmen, das will ich ausdrücklich nicht bestreiten, sinnvoll und richtig sein, so bleiben doch viele der Maßnahmen aufgrund externer oder übergeordneter Umstände leider nicht realisierbar. Wir finden, das Geld, was wir hier in die aufwendige Evaluation stecken, ist deutlich besser in einer konkreten Maßnahme aufgehoben, zum Beispiel in der behindertengerechten Gestaltung von Bahnhöfen und so weiter. Ich bitte Sie sehr herzlich, schließen Sie sich unseren Forderungen nach der Umsetzung direkter, konkreter Forderungen, dem Erhalt des Thüringer Förderschulsystems, der Weiterentwicklung eines barrierefreien Personennahverkehrssystems und auf Bundesebene für die Einführung eines individuellen Nachteilsausgleichs an, und stimmen Sie unserem Alternativantrag zu. Vielen Dank.